So, nun aber jetzt hier mit dem Schraubenzieher oder Schraubendreher. Da war jetzt gerade der Hinweis, Füchse, Mäuse erschrecken, die uns ja quasi erschrecken und daran hindern, den Holunderbeerwein aus dem Keller zu holen. Wer ist da? Hallo, was vor ihm? Ich ja gezeigt, ich das können wir jetzt Schör, was dem man nun der komm, schwarzen Mann überlassen. Opla. Wer ist da? Hallo? So, jetzt nochmal das ach, hier. Hör auf zu flennen. Ich habe nur. Oh, sie wollen. Oh. So, hast jetzt. Du jemals. Nein. Ja, erzähl mir von. Nun, gehört zu allgemein. Weißt du, man beginnt. Du meinst, schwarze Männer lernen zunächst Tiere ja, und so Tiere zu erschrecken? Genau. Ah. Nun, vielleicht kann. Füchse? Füchse? Entschuldigung, ich meine Mäuse. Nun, ich müsste eigentlich in der Lage sein, dir einige Mäuse zu beschaffen. Dann könntest du versuchen, ihnen Angst einzujagen. Es sind doch keine großen Mäuse. Nein, ich... Springende Mäuse kann ich... Nun, komm einfach mit. Bestimmt finden wir einige Exemplare, die nicht springen. Jetzt kommt er mit. Oh. Der Troll wundert sich etwas über die laufende Tür. Ja, Verwirrung. Und wir sind immer noch hier. Ja gut, dann gehen wir jetzt auch mal einfach zusammen zur kaputten Trommel. Ja. Hätten ja eigentlich gleich mitgehen können, oder? Die sehen aus, ey. Die sehen aber auch aus. So, jetzt ab in den Keller. Ja, da ist er ganz stolz und lehnt sich hier an. Dass da nicht noch eine raucht. Komisch. Hab nie gewusst, dass Mäusen die Knie schlottern können. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Die habe ich tatsächlich notiert. Vielleicht können wir sie nachher auch nochmal verwenden. Das mache ich, glaube ich, als nächstes Jahr. Ich denke, man muss dem Assassinen nämlich... Naja, egal. Das funktioniert nicht. Wie, das funktioniert nicht? Das funktioniert... Wieso? Warum denn nicht? Scheiße. Ich brauche doch den Wein. Das funktioniert... Reannueller Wein. Hm, sieht nach einem guten Jahrgang aus. Auch wenn erst noch 10 Jahre vergehen müssen. Hände weg von meinen... Ups. Wasser vom Ank. 100%. Ich schätze, was so viele Nieren hinter sich hat, muss sauber sein. Hm. Hier schmeckt's gut, Whisky. 40%. Holunderbeerwein. Am besten vor 15.30 Uhr verwenden. Da oben. Muss ich da jetzt mit dem Krug draufklicken oder was? Ja. So, damit kann ich jetzt also zu den Zwergen und das Schwert stimmen lassen. Noch einmal, hallo. Wie ist es gelaufen? Nun, das Biest hat sich tapfer geschlagen, aber ich glaube, ich hab's erwischt. Ein erbitterter Kampf? Ja, es ging drunter und drüber. Tatsächlich? Wie kann ein halb verhungertes Nagetier der Gattung Mus domesticus einen ausgewachsenen schwarzen Mann wie dich in ernsthafte Schwierigkeiten bringen? Es hat gequiekt. Gequiekt? Das Tier hat einfach nur gequiekt? Es war die Art und Weise des Quiekens. Wenn man ein derartiges Quieken hört, so kriegt man's mit der Angst zu tun. Außerdem, Mäusebisse können Infektionen verursachen. Das habe ich irgendwo gelesen. In einigen Fällen soll der ganze Arm verfault sein. Du kannst dich nicht infizieren. Immerhin bist du eine legendäre Schreckensgestalt. Wie dem auch sei, es ist besser, kein Risiko einzugehen. Ja, stimmt. Glaubst du, das Biest kommt wieder zu sich? Nein, ich denke nicht. Karten, Moment, was für Karten? Hoho und haha, es ist zum Lachen. Das funktioniert. Aha. Hoho und... Okay, gut.
Wie auch immer, also ich gehe jetzt erstmal zum in die Gasse. Dort, wo der Assassine ja mal wieder auf die Fresse geflogen ist, weil wir das Band an der Leiter aufgeschnitten haben. Die Assassinen lernen ja auch. Wir haben die Leiter das erste Mal ja schon entfernt und da ist dann jetzt ein Leiter mit einem Band befestigt worden. Und auch das konnten wir jetzt ja lösen und der Assassine liegt hier noch und fragt sich sicherlich oder mich jetzt gleich, ob ich die Nummer des Eselkarrens notiert habe. Und die habe ich ja notiert. Dafür musste man das Schild an dem Eselkarren bei dem Viehstall sauber machen. Da stand ja Wunderhintern. Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Wunderhintern. So. Hat jemand Wunderhintern. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt was das jetzt bringt, so eben spontan, aber ich dachte, ich mach's einfach mal. Hatte gehofft, es passiert was sofort, aber offensichtlich nicht. Ich geh mal zum Stall, ob da irgendwas. Nö. Ja. Wunderhintern. Das okay. Funktioniert. Naja, schauen wir mal, ob sich da noch irgendwas draus ergibt. So, jetzt gehe ich erstmal den Holunderbeerwein dazu benutzen, das Schwert stimmen zu lassen. Da müssen wir hier in die Mine gehen. Ich hoffe, das reicht jetzt auch aus, dass wir da nicht noch was besorgen müssen. Wenn Rincewind auch mal so nett ist und die Zwerge darauf hin war, heißt, oh. Das war wohl ein Fehler. Ich befürchte schon jetzt, was passiert ist. Ja. Die verdammte Truhe. Ja, das hätte ich vielleicht doch besser in meinem Inventar aufbewahren sollen. Na, klasse. Ja, gut, hier rechts kann man ja raus, ne? Ach, ja. Da war ja was. Also wenn jetzt nicht gleich das Rätsel mit den Zwergen irgendwas verlängert wird, weil die noch was anderes haben wollen, dann haben sie es wenigstens so geschafft, das ein bisschen zu strecken. Indem sie das noch mit der Truhe hier eingebaut haben. Ich glaube, ich bin das erste Mal auch darauf reingefallen. Denn natürlich lege ich ja alles hier im Inventar von der Truhe ab. Sie hat ja auch so manche anderen Sachen nicht geleert. Zum Beispiel den Pudding oder was weiß ich, was da noch alles in der Truhe gelagert wurde. Aber ja, alles kein Problem. Bis auf jetzt. Und natürlich hat sie es nicht den Weg über, also merklich. Ach, ist ja egal. Es ist ein Rätsel, es ist witzig. Wir haben jetzt alle herzlich gelacht. Ich hatte eigentlich gehofft, den letzten Part jetzt hier noch so, also zu machen, bevor Akt 4 beginnt. Denn der Akt ist ja nicht so lang. Das war jetzt noch irgendwie. Ich muss einfach gucken, die 20 Minuten, glaube ich, werde ich bestimmt überspringen, also überziehen, besser gesagt. Aber muss jetzt auch. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Muss jetzt auch sein. Denn nach diesem Akt hier. Also ich möchte jetzt bis zum Ende des Aktes auf jeden Fall durchkommen. Noch ein weiterer Part würde sich jetzt hier, glaube ich, nicht lohnen. Dafür ist es dann doch nicht mehr lang genug. Dann machen wir das jetzt hier irgendwie fertig. So. Sei es drum. Dem hier vorbei. Das ist manchmal sehr verwirrend, weil ja die Sprecher hier alle irgendwie sich gegenseitig vertreten. Es gibt ja nicht für jeden Charakter einen eigenen Sprecher. Denn der schwarze Mann hat ja, glaube ich, die Stimme auch vom Erzkanzler und von ihm hier. Ja, und jetzt? Ja, was ist? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach so. Könnte ich ja das Schwert einfach mal übergeben. Die Truhe jetzt auch hier wäre. Ah, da ist die ja endlich.
Das ist nicht das Schwert, das ist das Schwert. Oh, jetzt habe ich auf die Truhe geklickt und das Schwert hier wieder abgelegt. Schön. Entschuldigung. Ja, was? Nun, würdest du dieses Schwert für mich stimmen? Okay, jetzt habe ich ein Schwert, das nicht mehr Boing macht, sondern... Ein Schwert, das Ping macht. Ah, ja. Alles klar. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal... Oh Mann. Der Rand. Ist immer schwierig. Hier kann man doch, glaube ich, zum Spielzeug laden. Ne? Wir haben doch noch den Leimtopf noch gar nicht benutzt. Ich meine... Man brauchte... War das der Knochen? Nicht viel Fleisch dran. So. Ich glaube, wir brauchen nämlich jetzt auch für ein weiteres Rätsel gleich den... glaube ich, den Besenstiel benutzt, um... Windelpoons Stab irgendwann am Anfang zu bekommen. Ich glaube, das war im Akt 1 noch sogar. Und den Besenstiel brauchen wir jetzt nämlich wieder. Denn wir brauchen nämlich gleich etwas am Rand der Welt. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Da müssen wir dieses Netz da ein bisschen verlängern. Das Schmetterlingsnetz. Ruhe. Ach, die sollten wir nicht vergessen. Das geht wohl noch nicht. Ach so, die Stärke hatten wir jetzt ja schon mit der Schlange benutzt. War das noch nicht alles? Schlange. Der alte magische Zeichen auf der mit Zauberkraft versteiften Schlange-Trick. Der Dünger war es, glaube ich, ne? Der alte magische Zeichen auf der mit Zauberkraft versteiften und sehr langen Schlange-Trick. Hat sogar einen Knauf am Ende. Ach doch nicht, Windswind. Stab. Muss man erstmal drauf kommen. Jetzt habe ich diesen Stab zurück. So, konnte man den jetzt irgendwie verlängern mit diesem... Wo ist denn das Schmetterlingsnetz jetzt? Bin ich jetzt blind oder was? Ja, bin ich. Das funktioniert... Nee, das funktioniert nicht. Aber jetzt haben wir ihn auf jeden Fall verlängert. Jetzt können wir also zurückgehen. So, quasi zurück... Zurück, wieder zurück an in das an das Ende der Welt, glaube ich. Klick. Wirtschaft. Was haben wir hier noch zu machen? Da steht nämlich jetzt jemand.
Ein Wirt. Ich spreche einfach mal mit dem Wirt. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Mein Zwillingsbruder ist Wirt der geflickten Trommel. Offenbar liegt bei euch gutes Aussehen in der Familie. Der Seemann. Das war nämlich, glaube ich, der Typ, der uns irgendwas gegeben hat, damit wir den Papagei finden. Und dem müssen wir, glaube ich, den Papagei bringen. Hast du von meinem Hund gehört? Vom Wunderhund Gaspard? Ach, trink eine Blasche Bier. Oh, mein Hund, mein wundervoller Hund. Ein blechtiger Hund, jawohl. Blechtig? Möchtest du eine Blasche Bier? Gruß dir, ehrenwerter Seefahrer. Was willst du? Gib uns einen Kuss. Was? Ich wollte nicht. Der Herr Zauberer möchte eine Tracht Prügel. Hilfe! Blasche Bier, Blasche Bier! Suchst du Ärger? Nein, nein, ich bin das nicht. Die Worte stammen von jemand anders. Warum polierst du ihm nicht die Fresse, du großes tätowiertes Rennvieh? Hilfe! Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Ja, der sich gefragt hat, warum zum Teufel bestreicht der Typ jetzt hier Leim, also den Knochen mit Leim. Die Antwort ist, der Hund labert einfach zu viel. So kommen wir nicht in den Genuss, was über den Papagei zu erfahren, weshalb er auch so traurig ist. Und deswegen geben wir dem Hund diesen Knochen hier. Und jetzt hält der Hund einfach mal die Schnauze. So. Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Was? Nun, du weißt schon, das mit dem Rindvieh und so. Allerdings, eigentlich habe ich es gar nicht gesagt. Der wahre Schuldige ist der sprechende Hund da drüben. Wenn dir wirklich leid täte, was du gesagt hast, dann würdest du mir etwas zu trinken spendieren. Möchtest du noch was zu trinken? Danke, Kumpel. Ich könnte ein Glas Milch vertragen. Milch? Ja, Milch von giftigen weiblichen Fledermäusen aus Reh, serviert in einem schmutzigen Glas. Ah, dachte ich mir. Hilft gegen Stress, weißt du, ich vermisse meine Polly. Polly. Zum Glück ist es eine Tätowierung. Als Muttermal wäre das Ding ein wenig zu auffällig. Nein, ich kann es nicht bewegen. Hat der Wirt Milch? Ein Glas Milch, bitte. Natürlich, mein Herr. Da. Nein, ich kann es. Zum Glück ist es eine Tätowierung. Ja. Also nochmal sprechen. Du bist also Pirat? Nein, Kumpel. Jetzt bin ich nur ein Seemann. Ein einfacher Seemann bin ich, seit meine Polly verschwand. In Ordnung. Du hast jetzt was zu trinken. Ich schlage vor, du gibst mir nur nützliche Informationen. Nützliche Informationen? Darauf läuft's hinaus, nicht wahr? Ich betrete irgendeine Taverne und wende mich dort an jene Personen, die nicht mit mir reden wollen. Ich spendiere ihnen was zu trinken und daraufhin sagen sie mir alles. Zum Beispiel? Nun, vorzugsweise Abenteuerliches. Nun, wenn du was über Abenteuer hören willst. Ich habe einmal Schiffbruch erlitten und bin auf der Insel der spärlich bekleideten und erstaunlich gut manikürten Amazonen geraten. Oh nein! Ich war allein mit bla 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 üppig bla bla rund bla 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 mehr Ringe bla 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 Bart aus heißer Vanille bla bla bla. Bla 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 wildes Rutschen. Bla bla griffen sie dauernd nach meinem bla 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 bla. Und dann tranken wir Tee. Entschuldige bitte, Herr. Ich habe deine Tätowierungen bewundert. Sind toll, nicht wahr? Siehst du die hier? Das ist ein Muttermal, stimmt's? Ja. Was hältst du von dieser Tätowierung? Hab deswegen literweise Blut verloren. Da steht Mutter geschrieben. Ich lese Mutter daraus. Ich bin das Opfer eines geringen Bildungsniveaus. Wie dem auch sei. Auf die Idee kommt's an. Warum hast du ein Muttermal, das wie eine Krone geformt ist? Keine Ahnung. Ich habe auch eins, das aussieht wie ein lachendes Schwein. Aber das kann ich dir nur zeigen, wenn wir uns viel besser kennen. Woher stammen die Tätowierungen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich vermisse meine Polly so sehr.
Ohne meine Polly bin ich nicht mehr imstande, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Du bist ein ausgezeichneter Zuhörer. Wenn du jemals Gelegenheit dazu finden solltest, bitte finde meine Polly. Hier ist eine Pfeife. Damit habe ich den Papagei immer gerufen. Was auch immer du anstellst, die Pfeife darfst du auf keinen Fall verlieren. Ohne meine Polly kann ich nicht reden. Das trage ich um meinen Hals herum. Ich werde es nicht verlieren. Also wir müssen ja ein Held werden und ein Held braucht natürlich eine Tätowierung, aber die bekommen wir natürlich auch irgendwie wahrscheinlich erst, wenn wir Polly gefunden haben und dann mit ihm reden können. Er redet ja sonst nicht mit uns. Also auf zu Polly. Polly. Along came Polly. So, ja genau, da müssen wir hin, an den Rand der Welt. Und hier benutze ich irgendwie die Pfeife, glaube ich. Ach, die hat Windswind. Nee. Ich habe sie nur nicht gesehen, das ist ganz einfach. Ja. Ich bin verwirrt. Ach hier. Ich frage mich, welche Vögel man mit einer solchen Pfeife anlocken kann. Das funktioniert nicht. Okay, Doppelklick funktioniert nicht. Jetzt hier. Da ist ja Polly. Aber Polly ist irgendwie nicht gut drauf, glaube ich. Die müssen wir nämlich erstmal irgendwie da runterholen. Und dafür... Das behalte ich lieber selbst. Ach so, ja, richtig. Das soll ja auch nicht verloren gehen, ne? Polly ist dann nur herunterzuholen, wenn wir den vor, sagen wir mal, 3 Stunden angezündeten Knallkörper verwenden. Eigentlich hätte ich auch noch einen Part, glaube ich, machen können, aber ich ziehe es jetzt durch. Komm, bis zum Ende des Aktes ziehe ich es jetzt durch. So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt denkt man hier, ach, ist ja leicht. Und da geht die Pfeife abhanden. Tja, und da wird natürlich der Typ ganz schön sauer, wenn wir den nicht wiederholen. Wir müssen hier also runter. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal den Hut hier angeschaut. Da war ja irgendwie ein langes Tuch drin. Meine Güte, die Taschentücher und Kaninchen scheinen überhaupt kein Ende zu nehmen. Das funktioniert nicht. Okay, der Doppelklick hat auch nicht geklappt. Ich probier's mal mit dem Hut hier an dieser Gabel. Ja, und jetzt will ich da runter. Jetzt können wir gleich die Elefanten sehen. Oh! Hallo, schöner Tag dafür. Ja, schöner Tag für was? Für das, was du vorhast. Soll das heißen, dass ich scheitern werde? Bist du hier, um meine Seele in Empfang zu nehmen, das Abenteuer zu beenden und auf die letztendliche Sinnlosigkeit menschlicher Anstrengungen hinzuweisen? Nein, ich gönne mir nur eine Pause. Oh, entschuldige. Wir sehen uns später. Ich sage dir nicht, was geschehen wird, weil ich vermeiden möchte, dir den Tag zu verderben. Nun, du bist ein vielbeschäftigter, Mann. Ich möchte deinen Terminkalender nicht durcheinander bringen. Mir gefällt's. Wir sehen uns am Stadttor. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Vergiss es einfach. Ich glaube, 4 Elefanten waren es. Ah, er erklärt es. Groß Atuin wird in der Regel als S bezeichnet, anstatt er oder sie, da bis zum heutigen Tag das Geschlecht noch nicht bestimmt werden konnte. Was sie wohl fressen? Ja, wir brauchen die Pfeife. Hier blinkt es ja schon. Was ist das? Meine Pfeife? Okay, finde ich jetzt hier Rincewind irgendwie, damit ich die Pfeife... Nee. Anscheinend nicht.
Sonst gibt's ja auch gar nichts. Dann geh ich mal wieder hoch. Ach, lass uns doch kein... Ach doch. Ich muss die Pfeife natürlich erstmal wegstecken. Rinsen ist ja nur ein Pixelklumpen, war gar nicht so leicht zu erwischen. Da hätte es auch so geklappt. Ich habe ja die Discworld eben angeguckt und nicht dieses Seilhasenkonstrukt hier. Also. Wieder zurück. Zur Wirtschaft.